Hallo Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben im letzten Part hier diesen Stall gefunden an der Tabanta-Brücke und auch ein neues Pferd. Mein Pferdchen steht irgendwo hier unten übrigens. Wir wollen jetzt in dem Part mal den Stall ein bisschen abgrasen und schauen, was es hier so alles zu entdecken gibt. Und was weißt denn du so? Vielen, vielen Dank für die Sachen. Oh, wolltest du mit jemandem vom Stall sprechen? Tut mir leid, dass ich die Gute hier so für mich beansprucht habe. Ich komme aus dem Dorf der Orni. Man gelangt dorthin, wenn man der Straße von hier nach Westen folgt. Doch fahrende Händler können das Dorf wegen des heftigen Schneesturms nicht mehr erreichen. Naja, daher teilt dieser Stall seine Vorräte mit uns. Nur den Leuten hier ist es zu verdanken, dass es unsere Kinder vorerst keinen Hunger leiden müssen. Es ist wirklich gar kein Problem. Es ist der Nachbar in Schwierigkeiten, da muss man ihm helfen, nicht wahr? Wenn ihr noch irgendwas braucht, lass es mich bitte wissen. Dann lasse ich es hier zum Stall bringen und verpacke es so, dass du es gut tragen kannst. Ich bin dir sehr dankbar für alles, was du für uns Orni tust. Ja, das ist wirklich sehr nett. Schneesturm also. Dann sollten wir uns zuerst mal warm anziehen, bevor wir da hingehen. Oder uns einen Wärmetrank brauen, das geht ja auch. Guten Tag. Nein, guten Tag. Willkommen. Stall der Tabanta-Brücke. Ich bin so nervös, du bist seit langem unser erster Gast. Du bist doch ein Reisender, ja? Tja, weißt du, dieser Stall liegt so weit westlich, dass einfach kaum jemand herkommt. Und außerdem ist in Hebra, das ist gleich nebenan, da wütet ein schlimmer Schneesturm. Also kommen noch weniger. Und hast du mich angesprochen, weil du mehr über diesen Stall erfahren möchtest? Ja, erzähl mal. Habe ich mir noch gedacht, du siehst so wissbegierig aus. Gut, dann erzähle ich dir alles, was ich über den Stall der Tabanta-Brücke weiß. Also, wenn du im Stall übernachten möchtest, melde dich einfach an der Rezeption. Auskünfte über die Umgebung gibt dir normalerweise meine Mama. Aber da sie gerade bei einem Baum in meinem Mama Orni spricht, übernehme ich das. Wenn du nach Westen gehst, kommst du zum Dorf der Orni. Und im Osten findest du den neuen Stall von Marita. Und wenn du erfahren möchtest, was dieser Stall so anbietet, frag Kenyo, der da vorne läuft. Naja, und wenn es auch. Und das wäre auch toll, wenn du mit meinem kleinen Bruder Sho sprechen könntest. Er gehört schließlich auch zu unserer Familie. Okay. Das soll also ein Baum sein. Okay. Ich habe das immer als Plattform wahrgenommen, aber gut. Und du bist Sho? Was rennst denn du so? Nee, es ist Kenyo. Hey, ich meine, guten Tag. Yep. Willkommen in Stall der Tabanta-Brücke. Sag mal, du siehst total wie ein Reiter aus, oder? Bist du jetzt tatsächlich einer? Boah, nicht der Ritter! Tut mir leid, dass ich so schreie! Entschuldigung, ich versuche leiser zu sprechen. Also, ich heiße Kenyo. Eines Tages will ich auch mal Ritter werden, also arbeite ich jeden Tag richtig hart. Toll, dich zu treffen. Irgendwann will ich mal so groß und stark werden, dass ich das Baumaterial auch ohne Geschirr transportieren kann. Geschirr? Du weißt nicht, was ein Geschirr ist? Na, dann hör mal zu. Es gibt ja diese Prämien, die nur Stahlmitglieder bekommen können. Und dazu gehört auch ein Geschirr für dein Pferd. Ja, das haben wir ja schon. Warte mal, du besitzt ja schon ein Geschirr. Mit so einem Ding kannst du einen Wagen oder auch Baumaterial oder so ein Pferd hängen und von ihm ziehen lassen. Wenn du so mal was transportieren möchtest, lass deinem Pferd das Geschirr anlegen. Und dann sag einfach an der Rezeption, dass du die Ausstattung ändern möchtest. Den Rest erlegen dann wir für dich. Wenn du Baumaterialien brauchst, kannst du dich an den Materialdepots frei bedienen. Man findet sie manchmal am Rand der großen Straßen, aber auf jeden Fall auch bei jedem Stall. Ich weiß immer noch nicht, warum ich die durch die Gegend transportieren sollte, aber gut, verfilmen wir das noch raus. Was ist hier sonst? Ach, Terry ist noch hier. Oh, welch bewegendes Wiedersehen. Ja, laber nicht, hast du Pfeile. Du hast Pfeile. Weißt du auch, dass du Pfeile hast? Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Kohle. Habe ich noch was zu verkaufen? Ach ja, übrigens, am Anfang, vorhin, bevor ich den Party gestartet habe, ist mir noch ein Sternenteilchen begegnet. Das habe ich noch kurz eingesammelt. Das können wir theoretisch verkaufen, ist 200 Rubine wert, aber ich behalte es jetzt mal und verhökere lieber hier die Leuchtsteine. Von denen kriegen wir viel schneller wieder welche. Und Pfeile brauchen wir einfach super dringend. Das ist gar keine Frage. Wenn Terry Pfeile hat, dann will ich Pfeile kaufen. So. Dann haben wir jetzt doch einige davon. 71. Sehr gut. Okay, jetzt sollten wir für das Hündchen wahrscheinlich noch
Oh, hier sind zwei Hunde. Hallo, du. Ich würde sagen, wir sollten für die wahrscheinlich noch Fleisch organisieren. Das können wir eigentlich auch später mal machen. Und oh, da hinten ist ein Schrein, schau mal. Apropos Schrein, es müsste ja eigentlich auch an jedem Stall einen Schrein geben. Wo ist denn der Schrein von dem Stall hier? Habe ich den schon gefunden? Schauen wir nachher gleich mal. Hier ist noch eine Fackel, die brauchen wir nicht. Immer schön Kisten kaputt schlagen, darin befinden sich meistens Pfeile. Und wie gesagt, von denen können wir nie genug haben. Wir hatten bisher immer, da oben ist der Schrein, immer eher knapp Pfeile dabei. Was ist, ist das ein Feuerstein? Oh ja. Nice. Lass uns hier mal kurz hochgehen. Oh, ist das, das ist zu hoch, huh? Aber wenn ich mich hier drauf stelle, ist es immer noch zu hoch. Ja gut, dann halt nicht. Ne? Aber hier komme ich hoch, oder? Ja. Es ist nur nicht breit genug, um zu tauchen. Ach, schade. Ja gut, dann halt nicht. Klettern wir halt einfach mal hier hoch. Wobei, wenn ich da hochkomme, da sollte ich doch hochschwimmen können, theoretisch, oder? So. Flupp. Ich liebe die Fähigkeit. Die ist einfach super praktisch. So, was erwartet uns denn im Makoru-Kisa-Schrein? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Keine Ahnung. Wir treffen uns auf jeden Fall gleich mal im Schrein drin, würde ich sagen. Also, was gibt's hier für uns? Kampftechnik, Pfeile. Bogen? Aber das haben wir doch schon gemacht. Oder nicht? Naja, mal schauen, was wir lernen. Dieser Schrein läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Ziele sorgfältig und versuche, das Haupt des Gegners zu durchbohren. Ach, wird uns jetzt hier erzählt, dass man die Augen treffen soll und das mehr Schaden macht? Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Ja, gut, aber das wissen wir ja. Bogenangriff. Ich dachte, Bodenangriff. Das wissen wir ja schon. Also, wenn wir den Kopf von dem Gegner treffen, ist das natürlich das Beste, weil dann stunnen wir ihn kurz und es macht einfach mehr Schaden. Kennen wir. Ja, das sollen wir jetzt mit allen machen. Fürchte dich nicht vor der Überzahl der Gegner und versuche, alle ihre Häupter zu durchbohren. Werde ich tun. Oh, mein Bogen ist kaputt. Okay, dann bist du jetzt dran. Und du sollst auch nicht leer ausgehen. Oh, knapp daneben ist er auch vorbei. So. Ja, also sind wie immer keine Gegner, aber gut, das wissen wir ja. Du hast alle Techniken gemeistert. Die wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Ja, nett. Ich glaube, man kann zusammenfassen, die Schreine in der Nähe von Stellen scheinen uns fast immer etwas Neues beizubringen. Und sind dementsprechend nicht wirklich anspruchsvoll. Okay. Was kriegen wir als Belohnung? Ein starker Konstruktbogen. Ja, dann lassen wir dieses Bockbogen-Ding hier liegen. Und wir, Freunde, treffen uns gleich vor dem Schrein wieder. So, also, den Schrein hätten wir dann auch. Damit haben wir einen Teleportpunkt für diesen netten Stall hier. Ach, das ist ein Vogel.
Ich dachte gerade, da fliegt ein komischer Gegner rum. Ist da oben was denn? Oh, hier ist ein Krog. Ich dachte, da ist vielleicht irgendwie eine Blume, die man pflücken kann, aber nein, es ist so eine Krogblume. Wo ist denn jetzt hin? Das ist ja immer so ein Such-Fangspiel. Kann es sein, dass die einfach hier auf die anderen Plattformen rübergehüpft ist? Wenn ja, dann komme ich da jetzt natürlich nicht mehr hoch. Mal kurz hier hoch und schauen mal, ob wir die Blume entdecken können. Könnte ja gut sein, dass die einfach da, ja, die anderen hochgeportet wurde. Kann ich mich denn hier auf den Pferdekopf eigentlich hoch? Ja, kann ich. Nice. Offenbar breit genug, um hier zu stehen. Das ist gut. Aber ich sehe das Blümchen wirklich nirgendwo. Hä? Muss doch da irgendwo sein. Verwirrung pur. Ich port mich da mal hoch. Von oben soll es eigentlich machbar sein, da wieder hochzukommen. Link, was tust denn du? Ach komm, wir portieren uns kurz hier zum Schrein hoch. Und fliegen dann nochmal auf den Baum, glaube ich. Ist es im letzten Part, sei das. Oder neben diesem Part. Ich habe ein Durcheinander. Ah. Also, mal sehen, wo die Krogblume abgeblieben ist. Ach so, ja, das war ein Zeitding, oder? Ach, lass mich raten, die fliegt da nach drüben. Ich sehe sie aber nirgendwo. Wo ist denn? Ach, da! Auf dem Kopf. Jetzt ist sie hier. Dann da. Und da ist ein Krog. Okay. Haben wir einfach nicht gut genug geschaut. Na gut. Ja, tschüss, tschüss. Okay, da ist nochmal ein Krog. Wo ist denn dein Freund? Ich kann dich da schon hinbringen, das ist kein Problem. Das haben wir ja auch schon gemacht, ganz am Anfang. Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Ah, da hinten. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Du hast ja auch einen riesen Rucksack, du. Aber lass uns doch dich einfach hier in diesen Karren setzen. Und dann nehmen wir unser Pferdchen und transportieren dich da ganz gemütlich nach vorne. So eine Kutschenfahrt ist doch sowieso was Tolles. Wo ist mein Pferd denn? Ach, da. Ich brauche aber das Geschirr dafür. Ausrüstung ändern. Ah, Geschirr anlegen, genau. Steht ihm vorzüglich, ja.
Nee, gut für den Moment. Dankeschön. So, komm mal mit. Ich glaube, man könnte das Geschirr theoretisch auch einfach dran lassen. Das wird auch gehen, aber sieht halt echt beschissen aus. Gut. Geh mir nicht auf den Sack, Croc. Ich will hier jetzt auf meinem Pferd steigen. So. Okay. Ja, ist ein bisschen. Das wird, glaube ich, so nicht gehen. Ich muss da noch mal ein bisschen den Wagen umpositionieren, habe ich das Gefühl. So. Dann nehmen wir unser Pferdchen und stellen uns... Ah, der haut ab! Croc macht sich selbstständig. Was ist denn das hier? Einmal hier anmachen. Wunderbar, so habe ich mir das von Anfang an vorgestellt. Und jetzt ab zu dem Croc da vorne. Ja, ich bring dich jetzt zu deinem Freund. Du Croc, du. Haben wir jetzt zumindest das mit diesem Geschirr auch schon mal gesehen. Den Hügel da sollten wir vielleicht mal noch hoch. Und da vorne ist ein Gegnerlager. Hm. Auch spannend. Aber eigentlich wollen wir ja zum Dorf der Orni. Obwohl jetzt nur diesen Croc hier gleich schon gemacht haben, dann müssen wir da nicht nochmal zurückkommen. Endlich wieder zusammen! Ja, fast. So. Da hast du ihn wieder. Danke dir! Ich bin am Ziel! Danke, dass du meinen Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Ach, es gibt zwei Crocsamen. Okay, cool. Ist beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Gut, also. Erstmal zurück zum Stall und das Geschirr wieder loswerden. Wir wollten ja noch kurz auf diesen Hügel hoch und uns das anschauen. Das machen wir auch noch kurz. Das ist immer so verdächtig, wenn da Möglichkeiten für einen Deckensprung sind. Da werde ich immer so ein bisschen misstrauisch. Hier. Okay. Oh, hier wächst eine Feuerfrucht. Sweet. Einmal hoch. Mal schauen, ob es da was gibt. Da oben ist was. Hauptsächlich ist da ein Gegnerlager. Okay. Könnte ja sein, dass da eine Truhe ist mit etwas Coolem drin. Sollten wir uns ansehen. Fragen wir da schon so ein Flugsaurier rumschwirrt. Mit einem Fass. Ja, der lässt es nämlich schön fallen, wenn wir ihn treffen. Das haben wir im letzten Mal ja schon mit dem Bockbling gesehen, der da mit Pfeil und Bogen durch die Gegend getragen wurde. Das war auch ziemlich interessant. Mhm. Da ist tatsächlich eine Truhe. Okay, lass mich da mal irgendwie was Schönes ranmachen. Zum Beispiel so eine Feuerfrucht. Das mögt ihr doch bestimmt. Wow. Ja, also übertreiben musst du aber nicht hier. Okay, Treffer. Jetzt
Nicht killen lassen hier, Link. Nicht killen lassen. Okay, schöner Treffer, schöner Treffer. Den starken Konstruktbogen auspacken und einmal draufballern. Das war's fast schon für dich. So, jetzt verstecken wir uns hier ein kleines bisschen. Das nächste, was ich ausschalten möchte, ist, glaube ich, der Bockblin, weil der ist eh da unten, der Moblin, und sieht uns nicht. Von daher keine Gefahr. Okay, den sind wir auch los. Liegt noch ein grüner Ausdauerling. Pfeile haben wir bekommen und jetzt müssen wir nur noch diesen Moblin loswerden. Wobei, müssen wir das wirklich? Weil die Truhe ist keine Monstertruhe, die geht einfach auf. Die können wir aufsperren. Stachelschild. Robusten Schilde sind bei Abenteurern sehr beliebt. Okay. Werden aus Tierhäuten und stabilem Holz hergestellt, schützen vor wilden Tieren und kleineren Monstern. Na dann. Kann ich denn eigentlich die Synthese auch wieder aufheben von gewissen Dingen? Nee, das lässt sich leider nicht trennen. Na gut. Mobblinhorn. Magst du nicht, ja? Felsbrockenhammer. Okay. Was kann ich dafür denn wegschmeißen? Ich glaube, den Stock hier brauchen wir nicht unbedingt. Gut. Ist hier noch was? Das sieht halt auch schon sehr verdächtig aus hier. Nee, ich glaube, das ist einfach nur eine Möglichkeit. Ah, doch, da ist ein Krog. Schau mal. Ich würde sagen, das ist vielleicht nur eine Möglichkeit, da einfach mit einem Deckensprung hochzukommen. Ah, das wäre knapp. Okay, haben wir aber geschafft. Dritter Krogsamen in der Folge. Ja, tschüss, tschüss. So, jetzt sollen wir mal ganz kurz was essen, damit wir hier nicht gleich umkippen. Geh jetzt mal weg, du komisches, blödes, fliegendes Mistvieh. Diese Flederbeißer, ich mag sie einfach nicht. Ich mag die einfach nicht ausstehen. Und du bist auch hässlich, du kannst auch gleich weggehen. Ja, und schreien muss das auch nicht so. Meine Güte. Was ist denn das? Hm. Moblinhauer. Okay, cool. Das ist ja auch irgendwann mal noch praktisch. Kann man, glaube ich, für Tränke benutzen. Okay, aber ich glaube, sonst ist hier nicht viel. Von daher zurück auf unser treues Pferd und weiter geht's. Dieses Geschirr loswerden, das geht mir jetzt schon auf den Nerv. Da wird ziemlich sicher langsamer. Würde mich zumindest schwer wundern, wenn nicht. Also. Dabi, würdest du mir mal helfen hier bitte? Ich würde gerne dieses Gestell wieder loswerden. Ausstattung ändern. Geschirr abnehmen. So. Danke, dass du gewartet hast. Ich habe das Geschirr wieder hier abgenommen. Das ist nett. Danke. Okay. Oh, hier ist auch noch Terry. Und du? Und was steht heute im Kleeblatt-Kurier? Oh nein, nein, bitte nicht. Zeitung brauchen wir jetzt nicht, danke. Hm, was gibt's denn, junger Mann? Interessierst du dich ebenfalls für diese Zeichnung? Die ist schon interessant, ja. Angeblich sieht man hier ein bisher gänzlich unbekannte Tierart. Entsprechende Gerüchte hört man in letzter Zeit immer öfter ausstellen im ganzen Land. Die Kreatur soll einen riesigen Körper und gewaltige Hauer haben. Außerdem wurde sie an Prinzessin Zeldas Seite gesehen. Ah ja?
Aber nur wo in Hyrule könnte das sein? Fühlen Sie nicht auch, dass man diesem Geheimnis auf den Grund gehen sollte? Also ich meine, da sind Palmen drauf. Es gibt nicht so viele Palmen in Hyrule. Wenn ich jünger wäre, hätte ich mich wohl längst in den Stellen einer Region umgehört, um mehr herauszufinden. Ja, dann mache ich das doch mal. Terry, hast du noch mal ein paar Pfeile für mich? Nee. Ah, dann halt nicht. Wenn du halt nichts im Sortiment hast, dann kann ich dir auch nichts abkaufen. Tut mir leid. Aber in dem Fall würde ich sagen, gehen wir weiter in Richtung Dorf der Orni. Aber wir sollten hier noch kurz Halt machen und uns einen Wärmetrank brauen. Das sollte mit Chili machbar sein. Drei so Chilis. Und zwei Mobblin-Hauern. Ja, bravo. Das war nicht die Idee. Link. Oh, Dulli. So, und Chili. So, geht doch. Ah, kann ich die Chilis nicht zu einem Trank verarbeiten? Muss es dafür... okay. Na gut, aber dann machen wir halt einfach Nahrung, die wärmt. Das geht ja auch. Also... drei Chilis und zwei Qualmerlinge. Das hat auch nicht geklappt. Aha, ja, warte mal, da stand doch, die sind ungenießbar. Oh, ich trottel. Gut, aber... die Spurtlinge können wir nehmen oder einfach nur Hyrule-Pilze. So. Scharfes Pilzgericht, würde ich sagen. Ja, scharfes Obst mit Pilzen. Kälteschutz für 10 Minuten. Sehr gut. Weil es hieß ja, es tobt ein Schneesturm bei den Orni. Ich hoffe, dass es reicht, wenn wir da mit Stufe 1 reingehen. Wir werden es rausfinden. Erstmal über die Tabanta-Brücke. War nicht da oben auf dem Hügel auch mal noch ein Schrein in Breath of the Wild? Die Brücke müssen wir mal dringend reparieren, meine Güte. Sehr kaputt das alles. Und mein Pferdchen hat es gerade nicht so drauf, den Weg selber zu finden. Ich werde hier wohl lenken müssen. Ja, gut. Rüber geschafft. Oder fast zumindest. Da ist noch ein Loch. So. Ja, ich war ziemlich sicher, dass da oben ein Schrein war. Und hier ist schon wieder dieser Dumpster, oder wie hieß er? Und da ist ein Orni. Ah, du bist, danke für deine Hilfe kürzlich. Ich habe alle Hände dafür zu tun, Direktor Dumpster. Ich meine natürlich ein Schild hier anzubringen. Okay, also, für den Dulli hier müssen wir wieder mal was basteln. Ich würde jetzt, glaube ich, das einfach hier als Foundation benutzen. Und ich glaube, mit Balken wäre es hier schon recht gut gefixt. Einmal drehen, dann nochmal drehen, so. Ist das zu hoch eventuell oder geht das? Ich glaube, das wäre ziemlich gut. Ja, oder auch nicht. Ich weiß halt auch nie, wie präzise das sein soll und ob es einen Unterschied macht, ob wir das jetzt super gut hinkriegen oder nur so lala. Wenn wir das jetzt hier so machen, oder? Und ein Brett drunter setzen. Etwa so, dann fällt das Brett runter. Ach so, ja gut. Das wusste ich nicht.
wir das ein bisschen anwinkeln hier und das so stützen. Ja, lass mal los. Ja, geht doch. Ja, ja, es steht. Ja, ja, der quatscht immer den gleichen Mist. Also, das überspringen wir jetzt einfach mal. Alles fertig! Oh, rote Rubinen, nice. Und ein scharfes Kräuterreisbällchen. Nochmal Kälteschutz, sehr gut. Und Übernachtungsgutschein. Schön. Also, haben wir dem wieder mal geholfen. Pferdchen, komm her, wir müssen weiter. Oh. Was machst du denn da? Warum steht da ein Gorone? Heute trainiere ich wieder. Heute wird's trainiert. Ich werde ein großer Ornikrieger. Ein Ornikrieger? Oh, wer bist du denn? Hast du etwa mein inbrünstiges Selbstgespräch mitbekommen? Peinlich. Sag mir, willst du auch ein großer Krieger werden? Wenn wir Orni-Monster bekämpfen, nutzen wir die Macht des Windes. Und genau das trainiere ich hier von... Was? Das trainiere ich hier jeden Tag mit voller Motivation. Ach so. Willst du wissen, wie mein Trainingsprogramm aussieht? Ich wette, du bist neugierig geworden. Ich verwende meinen fabelhaften Flügel, um die mir entgegenkatapultierten Objekte umkehren zu lassen. Na, willst du es auch mal versuchen? Ich habe keine Flügel. Ha! Ich habe es dir gleich in der Nasenspitze angesehen. Erkläre ich dir mal, wie es funktioniert. Siehst du diesen schicken Turm dort? Den habe ich erfunden. Der wackere Geselle dort heißt Tabult. Arbeitet für mich. Okay. Tabult wird gleich Objekte auf dich abfeuern. Wehre sie so ab, dass sie umkehren und in den Korb fliegen. Ach so. Insgesamt werden 12 Objekte auf dich zufliegen. Versenkst du ein grünes, erhältst du einen Punkt. Ein Treffer mit einem roten bringt dir 3 Punkte ein. Für einen flügellosen Hylianer wie dich wird es sicher nicht leicht. Du hast aber alle dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge und Fähigkeiten verwenden, damit die Objekte umkehren. Zähle Tabult 20 Rubine pro Einsatz. Die müsstest du dann übernehmen. Also kannst du die Objekte umkehren lassen? Ja, das können wir schon hin. Sehr schön. Na, dann weise ich Tabult noch mal kurz ein. Warte du einfach hier. Können wir das wohl mit der Zeitumkehr machen? Oder mit dem Schild einfach abwehren? Das würde sicher auch gehen. Na, wir schauen mal. Dann geht's jetzt los. Aufgepasst. Kannst kaum erwarten, mach dir was gefasst. Okay. Na, dann mach mal. Na gut, aber das bringt halt nicht wirklich was. Kann ich da mit dem Pfeil vielleicht was machen? Ja gut, ich könnte es umkehren lassen und dann einfach mittendrin aufhören, oder? Ja, so geht's. Ah ja, alles klar. So, dann den hier ebenfalls. Es ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach, Leute. Okay, ein Punkt. Okay, und runter. Hält das? Okay, und zack. Okay, 3 Punkte. Das war's dann wohl, hm? Ja. Ja, 3 Punkte ist nicht viel. Das waren alle. Ich bin sofort bei dir. Warte kurz. Oh, da bin ich selbst ins Schwitzen gekommen. Okay. Du hast 3 Punkte geschafft. Na, das waren jetzt nicht gerade überragend viele Punkte, aber immerhin. Das war vielleicht auch nur Glück, aber deine Entscheidung hat mir auf jeden Fall gestimmt. Mir hat deine Vorstellung etwas Spaß gemacht, deshalb nimmt die sich als Belohnung.
Blauer Rubin. Was müssen wir denn erreichen an Punkten, damit er uns was Gutes gibt? Möchtest du es neu versuchen? Ein Versuch kostet... Ja, nee. Machen wir ein anderes Mal. Aber ist ein cooles Spiel. Sehr cooles Spiel. Ach, was wir nicht versucht haben, wir könnten das vielleicht auch mit der Hand, mit der Ultra-Hand einfach schnappen und dann zurücklegen. Das wäre natürlich ein bisschen cheap, aber wenn es geht. Also, lass uns hier mal noch kurz hochgehen. Da würde ich eigentlich gerne schon noch heute zum Dorf der Orni kommen. Fahr die Fähigkeit. So, geht's hier noch weiter hoch? Nein. Also doch schon, aber nicht mit dem Deckensprung. Aber hey, ist nicht so schlimm. Wir können es ja auch so machen. Also, hier oben ist eine Art Säule und da ist ein Krog. Und hier ist ein Moblin. Warum läufst du eigentlich alleine hier rum? Willst du mir das erklären? Ups. Das war schmerzhaft. So, bist du Mauch? Nee, du lebst noch. Das ist natürlich schlecht. So, jetzt aber. Blaues Moblinhorn. Zwei extrem starken Spitzen versehen und gekrümmt. Eine Waffe erhöht das Horn die Angriffskraft spürbar. Okay. Ach so, ja, wir sollen die Monstermaterialien mit Kleingetier kochen. Dann gibt's Tränke. Ja, ja, ja. Da unten ist auch noch ein Schrein. Aber ich hätte schwören können, dass da gegenüber auch mal einer war. Der scheint aber nicht mehr da zu sein. Seltsam. Gut, also den Krog hier nehmen wir noch kurz mit. Aber ich glaube, zum Dorf der Orni schaffen wir es heute fast nicht mehr. Huh? Ich weiß, es ist gerade da vorne. Das ist gar kein Krog. Was ist das denn für eine komische Blume? Können wir die auspusten? Oh ja. Ach, wie nice. Das ist... Hä? Ist das doch ein Krog und das ist ein Spiel? Was soll ich denn tun mit dem Ding? Es ist ja schön, dass das Ding hochfliegt und... Ah, okay, ich muss es nachher fangen. Ah, okay, okay. Alles klar, alles klar. Und dafür gibt es tatsächlich einen Krogsamen. Also, da vorne ist schon das Dorf der Orni. Wollen wir da nicht einfach rüberfliegen? Ich will da eigentlich schon jetzt hin. Und so weit weg ist es ja eigentlich nicht. Bin mal gespannt, wie es mit diesem Schneesturm ausschaut. Aber bisher merke ich von dem noch gar nichts. Ist auch nicht wirklich kalt hier. Okay. Hoch da, Link. Beweg dich mal. So, und jetzt hier hinten müsste eigentlich dann bald schon die Brücke kommen, wo es zum Dorf geht, oder? Oder nicht? Ist da nochmal ein Bergkamm zwischen uns? Ah ja, okay. Ach, und warum ist diese Schlucht noch dazwischen? Da oben ist noch ein Krog. Ah, aber da können wir uns hoch teleportieren. Oder beziehungsweise mit dem Deckensprung hochfahren. Das ist gut. Also, lass uns kurz einen Krog hier machen.
Wir sollten die Wölfe wohl nicht mit einem Fächer besiegen wollen. Das könnte schief gehen. Edelwild, nice. So, nicht, dass die mich nachher noch angreifen wollen hier. Oh, da ist noch einer. Du bist super hübsch, aber du bist gefährlich und daher musst du leider weg. So, wo kommt das Ding denn jetzt wohl hin? Das muss doch bestimmt irgendwie symmetrisch sein. Wahrscheinlich schon. Das wird heißen. Ich meine, es passt hier schon theoretisch hin, aber... Glaube nicht, dass das so hingehört. Ja, oder so. Ah nee, das muss nach draußen zeigen. Muss das so und einmal gedreht werden. Oder? Ist da so rein. Nicht? Doch. Doch, das muss hier in diese Kerbe rein. Wir müssen uns da vorstellen am besten und dann können wir es reinschieben. So, jetzt ab. War schon richtig, wir haben uns nur ein bisschen angestellt. Na gut. Es gibt so viele Crocs hier. Hoffentlich sind es nicht wieder 900. Sonst wird das ein sehr, sehr langes Let's Play. Weiß nicht, ich kann da nicht... Ich habe hier nichts, wo ich stehen könnte. Ja, doch. Die Frage ist, ob ich lang genug stehen kann. Ja. Okay, es geht, aber es geht verdammt schnell. So, jetzt. Uff, das muss schnell gemacht werden. Ah, und hier fängt jetzt der Schnee an. Okay, okay. Ah, aber offenbar unsere Beinbekleidung reicht für den Moment, um die Kälte auszuhalten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, also, wie gesagt, Dorf der Orni wollen wir diesen Part definitiv noch erreichen. Müssen wir nur noch rausfinden, wo wir denn in dem Fall rüber können. Da gibt es ja sicher eine... Ach, da vorne ist der Stall. Da müssen wir hin. Da ist die Brücke auch auf der anderen Seite. Ja, da ist sie. Ich sehe sie. So. Oh, da oben ist noch ein Schrein. Gleich mal markieren. Da gehen wir dann im nächsten oder übernächsten Part noch hin. So. Aber die Kälte scheint wirklich gerade nicht das Problem zu sein. Warum ist die Brücke kaputt? Oh nein. Warum ist diese Brücke kaputt? Ist das ein Oktorok? Was klingt hier so komisch? Klebler-Kurier, Tavanta Grenzland. Ja, also wir sind am Dorf der Orni, aber wir kommen da wahrscheinlich jetzt noch nicht gerade hin, habe ich die Befürchtung. Gerüchte in den Ställen. Shh! Klet ist die Chefredakteurin, ist im Moment sehr beschäftigt, damit zu planen, wie wir Informationen über Prinzen Zelda recherchieren können. Wenn du das bei der Zeitung erledigen hast, musst du dich mit mir begnügen, der Nummer 2. Aber ich muss schon sagen, nicht schlecht, dass du uns überhaupt gefunden hast. Ziemlich abgelegen, oder? Kletis hat tief in der Trickkiste gegriffen und diesen Stall dem vorherigen Besitzer abgenommen. Tja, wie ich sehe, entgeht dir nicht viel. Sag mal, würdest du nicht gern als Reporter böse Taten aufdecken und das Licht der Wahrheit erstrahlen lassen? Ja, schon. Wenn du möchtest, könnte ich bei Kletis ein gutes Wort für dich einlegen. Hey, Ruhe!
Hör mal, Pan, ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Bei der Arbeit will ich nicht gestört werden. Und diesen Stall habe ich vom Herrn Besitzer zu einem äußerst fairen Preis abgekauft. Also verbitte ich mir die Andeutung, dass ich ihn irgendwie übervorteilt hätte. Tut mir leid. Hier gibt es einen Anwärter auf die Reporterstelle. Also wollte ich nur, ein Bewerber? Warte mal. Die habe ich doch schon einmal... Also sag mal, Pan, könntest du uns kurz eine Minute unter vier Augen geben? So, jetzt kannst du mir die ganze Story erzählen, Link. Du musst wissen, ich bin jetzt die Chefredakteurin des Kleeblatt-Kuriers. Deshalb erkenne ich natürlich alle wichtigen Personen gleich auf den ersten Blick. Außerdem hat uns Pura darum gebeten, nach Informationen über Prinzessin Zelda Ausschau zu halten. Also nachdem das geklärt wäre, was bringt dich heute zu uns? Verstehe. Du untersuchst also Orte, an denen seltsame Phänomene geschehen, um Prinzessin Zelda zu finden. Dann wäre es die richtige Entscheidung, zu uns zu kommen. Wir bekommen nämlich ständig Hinweise von Leuten aus der ganzen Welt. Darunter sind auch einige, die behaupten, eine Frau, die wie Prinzessin Zelda aussieht, gesehen zu haben. Ich hatte vor, Pan damit zu beauftragen, diese Gerüchte einmal nachzugehen. Aber ich wollte ihm nicht auf den Schnabel binden, wer du wirklich bist, Link. Ich denke, das ist besser so. Allerdings braucht er einen Partner für seine Nachforschung. Also, wie wäre es, wenn du ihn dabei unterstützt? Es versteht sich von selbst, dass du das nicht umsonst machen musst. Obwohl das natürlich praktisch für meine Bilanz wäre. Ich zeig dir gleich mehr meine Belohnung, die ich dich erwarten. Okay, was gibt's denn Schönes? So, da wären wir. Oh. Voila. Ich würde dir eine komplette Krötenausrüstung überlassen. Krötenausrüstung? Damit kannst du dich in nassen Wänden festhalten, ohne nice. Wenn du mit Pan zusammenarbeitest und deine Sache gut machst, gehört diese großartige Ausrüstung ganz dir. Gar nicht übel, oder? Tja, das wäre mein Angebot. Pan, kannst du wieder herkommen? Ja, das ist ein ziemlich faires Angebot, finde ich. Von heute an ist es hier dein Partner. Tja, wenn du sogar Chefredakteurin Kletis überzeugen konntest, hat mich mein Eindruck wohl nicht getäuscht. Also, Pan, hauptsächlich solltest du dich in den Ställen nach Informationen umhören. In Ställen versammeln sich viele Leute und das bedeutet, dass sich dort auch die Informationen ansammeln. Mach das Beste daraus. Okay. Auf der Suche nach der Wahrheit. Ja. Und ich fürchte, bevor die Brücke da nicht repariert ist, kommen wir nicht so schnell zu den Ornis rüber. Schade eigentlich. Aber das würden wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Part ansehen, denn wir sind schon wieder viel zu lange am Spielen hier. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.